Was ist ein abstrakter Datentyp? Also wir haben irgendwie eine Menge von Objekten, die irgendwie gespeichert sind, und wir haben Operationen, um auf diese einzelnen Objekte zugreifen zu können. Und zwar völlig unabhängig von dem Inhalt. Also uns geht es um Speicherung und Verwaltung der Daten, egal was da drin ist. Und uns interessiert natürlich jetzt, welche Operationen machen denn irgendwie Sinn? Was brauchen wir für Operationen und wie können wir die implementieren und was kostet uns das? Das letzte Mal haben wir das ja gemacht mit dieser Priority Queue. Haben uns überlegt, wir wollten da dieses Adressbuch haben und wir brauchen irgendwie Zugriff auf den nächsten Termin. Dann haben wir uns überlegt, wie sieht das aus, wenn wir das in einem sortierten Feld speichern? Was kostet uns das an Aufwand? Das Zugreifen auf den nächsten Termin und das Einfügen neuer Termine. Dann hat man festgestellt, oh, dann müssen wir im schlimmsten Fall müssen wir sozusagen alle möglichen Termine nach hinten schieben. Hatten wir irgendwie linearen Aufwand. Dann haben wir uns überlegt, wenn wir nicht diese Sortierung voraussetzen, sondern nur irgendwie so eine Teilordnung, sage ich mal, auf meinem Feld, nämlich genau diese Heap-Struktur haben, dann kriegen wir die Operation Zugriff in O von 1 und Einfügen und Löschen in Log N. Also, das ist irgendwie das, was uns jetzt interessiert. Fangen wir mit den elementaren Operationen, also den elementaren Datentypen an. Und das ist sowas wie Stack Queue, irgendwie so feldbasierte Datenstrukturen und irgendwie Listen. Und typischerweise ist das immer so, wir haben Objekte nicht nur bestehend aus Zahlen, sondern meistens haben wir mal irgendwie so eine Struktur mit mehreren Elementen oder irgendwie bei so einer Klasse mit mehreren Attributen. Und die Organisation der Daten, die Ordnung, die machen wir eigentlich letztendlich immer in einem Attribut fest. Irgendwie sowas wie so ein Schlüsselelement. Ja, und die typischen Operationen, das war, wenn hier so groß S, das ist immer unsere Datenstruktur, die wir haben. Und K ist jetzt beispielsweise dann genau ein Element, was wir da jetzt vielleicht neu einfügen möchten. Ja, und Search, das heißt, wir haben hier so eine Struktur gegeben, S, und wir möchten jetzt nachgucken, ob so ein Element da drin ist oder nicht. Wenn das denn enthalten ist, hätten wir gerne irgendwie das Element wieder zurückgegeben. Je nachdem, was es halt für eine Struktur ist, entweder irgendwie als Kopie oder bei so einer Listenstruktur oder bei so einer verzeigerten Struktur, irgendwie so ein Pointer da drauf. Ich habe irgendwie so einen Datensatz, der sieht irgendwie so aus. Da habe ich irgendwie ein Schlüsselelement und dann irgendwie weitere Einträge. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, irgendwie so eine Verwaltung von Studierenden, wie sie es darstellen. Ja, was wäre da so ein Schlüsselelement? Beispielsweise Matrikelnummer, ganz genau. Und der Rest, der da so zugehört, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Anschrift, Kontoverbindung, was man alles so braucht, steckt halt dann hier unten drin. Häufig auch als Satellite-Data beschrieben. Also wir müssen irgendwie suchen können. Wir möchten natürlich neue Studierende aufnehmen können. Und wenn sie mal fertig sind, dann löschen wir sie auch wieder. Oder wir möchten, wenn wir halt eine Ordnung darauf haben, minimales Element haben. So wie wir das bei dieser Priority Queue hatten, oder wir möchten ein maximales Element haben. Häufig brauche ich auch irgendwie von einem ausgehend Übergang zum nächsten oder zum vorhergehenden. Also das sind irgendwie so typische Operationen auf so abstrakten Datentypen, für die wir uns interessieren. Und letztendlich können wir mit diesen Operationen eigentlich das Verhalten des Datentypen beschreiben, ohne eigentlich uns darum zu kümmern, wie das Ganze denn funktioniert. Ist ganz egal, ob ich jetzt hier das als Feld, als Liste, also verzeigerte Struktur, sonst wie irgendwie implementiert habe. Hiermit können wir eigentlich das Verhalten beschreiben. Das heißt, die Implementation brauchen wir uns gar nicht erstmal so angucken. Und beschreiben tun wir das Ganze durch eine Abbildung bzw. Spezifikation. Operationen werden typischerweise durch zweierlei beschrieben. Durch eine Spezifikation als Abbildung. Beispielsweise irgendwie so eine Insert-Operation, die bildet ab, von der Menge der Objekte, ja, wird verknüpft mit einem einzelnen Objekt, nehme ich jetzt einfach mal irgendwie so als S und T, und erzeugt quasi wieder so eine Struktur. Und das Verhalten, also wie das Ding wirkt, das kann ich durch ja, gewisse Regeln beschreiben, sogenannte Axiome. Und das machen wir halt jetzt gleich mit den ganzen Operationen. Verhalten wird durch Axiom beschrieben. Stack war das Ding, wo ich immer oben drauf staple und nur oben runter nehmen kann. Ja, da wird beispielsweise beschrieben, da haben wir typischerweise so Operationen, Pop und Push. Und die lese ich halt im Prinzip von innen nach außen. Wenn ich ein Element auf den Stack draufpacke und dann wieder runternehme, dann kriegen wir wieder diesen Stapel raus. Um die eigentliche Implementierung müssen wir uns erstmal gar nicht kümmern. Also wie das Ganze dann realisiert ist, beispielsweise so ein Stapel, den kann ich auf alle möglichen Arten und Weisen realisieren. Den kann ich irgendwie als Feld realisieren, den kann ich als Liste realisieren. Ja, aber das Verhalten letztendlich dieser Datenstruktur Stack, Stapelkeller, oder Stapel, den kann ich letztendlich hier mit solchen Dingen eigentlich beschreiben.